So, die nächste Geschichte ist aus Russland, Anton Tschechow. Iwan Iwanitsch, erzählen Sie was zum Fürchten. Iwan Iwanitsch drehte an seinem Schnurrbart, räusperte sich, rückte etwas näher an die jungen Damen heran und begann. Meine Erzählung fängt an wie alle besseren russischen Geschichten. Ich war, um es offen zu sagen, betrunken. Ich hatte bei einem alten Freund Silvester gefeiert und mich voll laufen lassen wie 500 Säue. Zu meiner Rechtfertigung muss ich sagen, dass ich mich keineswegs aus Freude betrunken hatte. Sich über einen solchen Quatsch wie das neue Jahr zu freuen, ist meiner Meinung nach dumm und der menschlichen Vernunft unwürdig. Das neue Jahr ist genau so ein Dreck wie das alte. Nur mit dem Unterschied, das alte Jahr war schlecht und das neue wird noch schlechter sein. Nun, ich hatte mich aus Kummer betrunken. Als ich aus dem Haus des Freundes trat, schlug die Uhr der Kathedrale gerade 2. Draußen war ein abscheuliches Wetter. Nicht mal der Teufel hätte gewusst, ob Winter oder Herbst war. Eine Finsternis, man konnte nicht die Hand vor Augen sehen. Man starrte und starrte und sah nichts, als säße man in einer Dose mit Schuhwichse. Der Regen peitschte, ein kalter, schneidender Wind gab fürchterliche Töne von sich. Er heulte, schrie, stöhnte, winselte, als würde eine Hexe das Orchester der Natur dirigieren. Um meine Füße schwappte schluchzend der Schlamm. Die Laternen schauten trübe drein wie verheulte Witwen. Ich schwankte durch dunkle, enge Gassen, ohne einer Menschenseele zu begegnen, ohne einen einzigen menschlichen Laut zu vernehmen. Da ich fürchtete, meine Galoschen könnten nass werden, ging ich zunächst auf dem Trottoir. Dann aber, als es trotz dieser Vorsichtsmaßregel in meinen Galoschen kläglich zu schmatzen begann, ging ich auf die Straße. Hier hatte ich weniger Chance, gegen einen Pfosten zu rennen oder in den Rinnstein zu fallen. Mein Weg war eingehüllt in kalte, undurchdringliche Finsternis. Zunächst kam ich noch an trübe, leuchtenden Laternen vorbei. Dann aber, als ich 2, 3 Gassen hinter mir hatte, hörte auch diese Annehmlichkeit auf. Ich tastete mich mühsam vorwärts, starrte in die Dunkelheit, lauschte auf das klägliche Heulen des Windes und hastete weiter. Allmählich packte meine Seele ein unerklärliches Grauen. Dieses Grauen verwandelte sich in Entsetzen, als ich gewahr wurde, dass ich den Weg verfehlt und mich verirrt. Mein Gott, ich bin auf einen Friedhof geraten, dachte ich, schlug die Hände vors Gesicht und ließ mich auf den Grabstein nieder. Anstatt nach der Presnja-Straße zu gehen, habe ich mich nach Vagankovo verlaufen. Dann hörte ich ein Heulen. Es war ein furchtbares Grabesgeheul, das mir die Seele zerriss. Vor Entsetzen war ich starr und wie versteinert. Mir schien, dass wenn ich jetzt die Augen öffnete und es wagte, in die Dunkelheit zu blicken, ich einen blassgelben Totenschädel und ein halb verwestes Leichengewand vor mir sehen würde. Herr Gott, lass es bald Morgen werden, betete ich. Aber ehe noch der Morgen anbrach, musste ich etwas unvorstellbar Entsetzliches erleben, das sich überhaupt nicht beschreiben lässt. Als ich so auf dem Grabstein saß und das Geheul des Grabesbewohners hörte, vernahm ich plötzlich wieder Schritte. Schwer und gleichmäßig aufstampfend kam jemand geradewegs auf mich zu. Als dieser zweite dem Grab entstiegene Leichnam bei mir angelangt war, seufzte er und gleich darauf legte er eine schwere Knochenhand auf meine Schulter. »Wo hast du ihn denn aufgesammelt?«, fragte ein Bass. »Dort, wo die Grabmale und Kreuze ausgestellt sind.« Ich sehe, er sitzt da und umarmt einen Grabstein und neben ihm heult ein Hund. War wohl besoffen. Als ich morgens erwachte, wurde ich entlassen.